Startfrei für die Veranstaltung der Deutschen Sportabzeichentour in Kiel, die das Thema Inklusion in den Mittelpunkt gerückt hat. Jeder ist normal, auch mit Handicap. Mal was Neues, würde ich sagen. So, das hatte man vorher so noch nicht und könnte jetzt mal ausprobieren, aber ich finde, man merkt so nicht den Unterschied. Menschen mit und ohne Behinderung legen gemeinsam das Deutsche Sportabzeichen ab. Ganz selbstverständlich. Das ist das Ziel, das sich der DOSB mit den Fachverbänden aus dem Behindertensport und der Aktion Mensch gesetzt hat. Es gibt sehr, sehr viel mehr Neugierige, die sagen, hey, das ist doch spannend, mit Menschen mit Behinderungen was zusammenzumachen. Auch ich bin fasziniert von den Leistungen, die sie teilweise erbringen. Stars zum Anfassen. Als Vorbild und Anreiz war Paralympics-Starter Markus Rehm vor Ort. Warum soll man das Sportabzeichen nicht zusammen machen? Da sehe ich wirklich keine Barriere. Ich glaube, die Barrieren machen wir uns eher selber. Und ja, wir hatten, glaube ich, heute ein schönes Miteinander erlebt. Und ob man jetzt da ein kleines Handicap hat oder nicht, das hat, glaube ich, hier keinen interessiert. Und ich glaube, das ist auch die richtige Botschaft dieser Veranstaltung. Menschen mit und ohne Handicap. In Kiel wurde gezeigt, dass aus einem Nebeneinander ein Miteinander werden kann.